Okay, und jetzt haben wir Kinso gegen Khan, Runback aus Winners. Kinso geht zur Stage, Khan sitzt selbstverständlich immer noch da. Er hatte kurz vergessen, dass er noch im Turnier ist, aber da sind wir. Das ist, wenn man nicht so oft auf Turniere geht, vergisst man so Sachen. Das ist kein Fahrradfahren, das vergisst man. Das stimmt. Und Khan hat in seinem Run heute zu viele gute Leute geschlagen. Die Nummer 4 und die Nummer 6 von Deutschland besiegt. Und es ist für niemanden eine Surprise. Es sind Upsets, aber überrascht ist niemand. Khan, das ist die Story des Turniers. Wir dachten, Paul ist die Story des Turniers. Ja, weil Khan ist die Story des Turniers. Paul hat Nick Strad, Villani und Blaze nacheinander besiegt. Bruder, das ist schon eine Story. Aber guck dir Khan an. Er sitzt, Khan besiegt einfach alle. Er sitzt auf dem Skalp von Asta. Das erinnert mich an den Run, den Drohnen bei HTS, ich glaube 4 war es, hatte. Oh ja, Das war auch krank. Da hat er Georg zweimal geschlagen, ich glaube Karen geschlagen. Das war extrem krass. Doch, alle wussten, na klar, ist Dronin so gut, aber wann sollte es jemals passieren? Ja. Genau wie mit Khan. Wir sind so, er ist so gut, aber ja, wann hat er die Chance? Ja. Und er competet heute zum ersten Mal seit 2019. Ich würde noch einen Pilz nehmen. Ja. Nee, ich habe noch Wasser, danke. Er competet zum ersten Mal seit 2019. Sein letztes Mal Competition für Khan war Valhalla 2019. Ja. Und er hat ein legendäres Set on Stream gegen Amsa gespielt. Game 3, Last Hit verloren. Gegen Amsa aus Holland. Ja, ja, gegen klar, den Japan. Klar. Und ist dann sang- und klanglos sofort im Losers gegen Imperfect. Okay. Berliner Sheik, ja, gegen die er noch nie vorher verloren hat. Dann einfach, glaube ich, 2-0 verloren. Und ist dann so irgendwie, ich glaube... War einfach so sad? Ich weiß nicht, was los war. Ja. Aber das war... Dankeschön. Er ist 49. geworden einfach, obwohl er fast gegen einen Top-5-Europaspieler gewonnen hätte. Und heute passiert Khan das nicht. Heute ist er dabei. Hat er die fucking Upsets gepullt, als sie notwendig waren. Er hat sich im Losers zusammengerissen, hat gegen Asta und Irfan in a row gewonnen und hat sein Runback gegen Kinso. Und Kinso will natürlich die Chance nochmal gegen Niki zu spielen. Eben was knapp. Wir haben das Set eben gesehen, wir haben es kommentiert. Es war ein gutes Set. Oh ja. Ich bleibe bei dem, was ich vor 2 Minuten gesagt habe. Ich glaube, Kinso wäscht ihn jetzt. Ich würde mich freuen, wenn wir ein tightes Set haben, wenn wir nochmal so ein geiles Set haben. Ich glaube, Kinso wäscht ihn. Kinso ist auf jeden Fall ich muss zugeben, ich bin auch der größte Kinso-Stan aller Zeiten. Nein, Bro, wir alle. Keine Sorge, du bist nicht alleine. Ich bin natürlich für Khan hier. Er ist mein Boy. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Aber das ist eine lange natürlich bin ich auch ein Kinso-Stan. Aber hier, mein Boy Khan, sein Come-Up, sein großes Turnier. Muss ich kurz die Wehenatmung auspacken. Boah. Und Khans erster Weg heraus aus der Unranked-Era. Er spielt nicht mal Ranked, er spielt nur Unranked. Das ist, und er spielt aber jeden Tag. Unranked findet man ja wenigstens Leute, Mann. Oh, die Up-Air. Die Up-Air, zu alle Up-Airs beenden, Dicker. Er kann nämlich sich ein bisschen Zeit auf der Angel-Plattform. Ey, das finde ich fair, Ich glaube, so ein Falco von Kinsos Kaliber trifft Khan auch nicht jeden Tag auf Unranked, weißt du? Nee, ich glaube, so, es gibt in Europa genau einen, der auf dem Kaliber ist. Und der sitzt in England, Mann. It's true. Nein, zwei. Tino auch noch. Ah, Tino, ja, true. Es gibt tatsächlich in England genau zwei. Ja. Ist Tino so gut mittlerweile? Oh ja, ich habe von Tino lange nichts mehr gesehen. Tino ist bonker brazen. Ja. Ist auch so ein Crowdfail. Oh nein! Khan, take those natürlich. Natürlich. Er sagt so, Bro, to the bank, man. Ich komme einmal zum Competen her und dann erst dienen die oder was? Naja, gut. Wenn sie es denn wollen, mir doch egal. Oh mein Gott, der Engel! Das ist so krass. Holy fuck! Übrigens ein unmodded Controller von Khan. Ich glaube, es ist ein Fob, aber keine Engels, also keine Notches, kein Nix. Ja. Niklas trifft gerade seine Edgeguards überhaupt nicht, aber das ist nicht nur, weil er sie nicht trifft, sondern weil Khan auch so geil recovert gerade. Es ist einfach wahr. Dann geht er für ihn näher und dann wird er von der Get Up Attack geklippt. Wenn ich eins aus dem Südwesten weiß, seitdem Dommel in Berlin wurde, ist, dass die Get Up Attack für euch der beste Move im Spiel ist. Immer dann. Als so sick. Ja, immer dann, wenn es sein muss. Und wenn sie es nicht ist, dann weißt du es. Ja. Oh! Ich dachte, Khan hätte mit der Berge getroffen. Ich habe auch gedacht, da wäre irgendwie. Ich habe einfach gerade an Khan beliebt. Aber das müsste das Game sein. Und das ist es, Khan. JB3 in Game 1. Muss meine Worte essen, zusammen mit den Salzstangen. Oh ja, hier wird niemand gewascht, Digga. Hier wird niemand gewascht. Shoutouts an Finn für die Salzstangen. Ja. Shoutouts an Finn auch einfach so, nicht nur für die Salzstangen, Mann. Bro, auf jeden Fall. So, Game 2 direkt wieder zu Dreamland, hat er eben auch gemacht. Ja, hat Irfan auch gemacht, dann im Game 4 gegen ihn. Ja. Das Ding ist, wenn es passieren sollte, dass Khan gegen Kinso gewinnt, was? God forbid. God forbid. Wenn es passieren sollte. Digga, Khan hat gegen Niki keine Chance. Die treffen sich bei Jedo. Wenn beide bei Jedo sind, dann wird Khan einfach immer zerschissen. So. Oh, ist es so schlimm? Ja, voll.
Wobei das hier ein anderes Stage ist als Jedo. Es ist ein anderes Stage. Ich habe heute auch gegen jemanden verloren, gegen den ich bei Jedo selten verliere. Ja, ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen, das war am Anfang auch immer so gewesen, wenn Niklas und Georg gegeneinander gespielt haben. Weil so in den ganzen Locals im Südwesten hat immer Georg gewonnen, aber wenn es große Turniere, europäische Turniere waren, hat immer Niklas gewonnen. Mittlerweile hat oh mein Gott! What? Er macht einfach. Wer hat den Südwest-Counter ready? Nur Südwest-Berlin, Digga, liegt gerade on the map, Junge! Die Downsmash. Deutsche Beach, Alter. Deutsche Beach. Okay. Jetzt ein bisschen leichtes Momentum hier vielleicht. Nee. Oh ja, oh ja. Kinso, wer weiß, der Laser trifft. Die Downer, die Upper. Okay. Kein Shine of Shield. Ich glaube, keiner hat den Shine of Shield gemisst. Er hat erst gesprungen, aber hatte keinen Schein draußen, also I guess. Hat die Kralle nicht gekrallt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das heute gesehen habe, dass Kahn einfach auf dem Shield spielen getroffen wird. weil die Kralle krallt eigentlich immer. Up-Tilt, ja. Okay. Oh, Fair. Okay, ich dachte, er macht Weak Nair. Aber die Fair hat ihn auch nirgendwo hingebracht. Leider. Für Kahn-Fans. Mhm. Yes, we can, sag ich ja immer. Bist du nicht der Einzige hier. Und das ist der Stock. Ja, aber ich war mir nicht sicher, weil er Box spielt und ein Cheater ist. Er hat schon ein paar Cheater-Angles auf Lager. Ja. Und mit dieser Bär hat vorhin Paule Basti beendet. Mit dieser Dare. Mit dieser Reverse Dare, wo er so, ich bin in einer dummen Position gerade, aber die Dare trifft relativ weit an meinem Arsch immer noch so. Das ist das eine Set, das ich nicht gesehen habe, das ich mir, wenn ich zu Hause bin, angucken muss. Das war Twitch. Bonkers, Alter. Du wirst vielleicht mich auch hören, weil ich der Einzige bin, der geschrien hat wie ein Bastard. Es haben sehr viele geschrien. Ihr wart voll laut. Ich habe da woanders gestanden und da hatte gerade, glaube ich, Friendlies gespielt. Ich war davor, als Kahn gespielt hat gegen Kinso und dann sind alle weggegangen und ich war der Einzige, der so, Brötzelberg! Okay. Ah, jetzt sind schon viele Prozent auf Skiltendorf. Das wird jetzt hart, das hier noch zu gewinnen. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, das könnte es sein. Also das, ja, da müsste einiges passieren. Okay, JV 3 into 2-Stock. Beides sehr comfortable Games für die jeweiligen Gewinner. Es steht 1-1. Wir haben ein, in Warcraft sagen die immer, wenn es 1-1 steht, we're down to a best of 3. Was? Wie war denn der Counterpick-War im ersten Set zwischen den beiden? Da war es ja genauso. Es war ja Neutral gewinnt Skiltendorf. Er geht auf... Ist da im Game 3 auch Skiltendorf auf Yoshis gegangen? Ja, ich glaube, er hat Yoshis verloren, Game 3, dann Game 4 Yoshis gewonnen und hat glaube ich, Fountain... Nee, er hat Yoshis gewonnen. Dann hat Kinso zweite Game Yoshis gewonnen und dann sind sie auf Fountain gewesen und da hat Kinso dann gewonnen. Ja. Ich habe selber gesehen, meine Memory ist einfach... Keine Ahnung, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Von dem ganzen Hype, Alter, es ist oversaturated. Ich kann, ich darf nicht mich an sowas erinnern, weil wir haben Luma hier. Und Luma ist derjenige, der sich an alles immer erinnert. Und auch derjenige, den ich immer beeindrucken muss. Weil er ist kind of mein Daddy. Passt auch vom Alter her. Er ist literally 2 Jahre älter als ich. Oder 3. Ich glaube 3 sogar. Ich glaube, er wird dieses Jahr 35. Du wirst 33, ne? Ja. Ja, okay. Ja. Oh! Okay. Und Kahn kriegt ein weiteres Opening. Oh, schöne Bär. Ja. Oh mein Gott, dieser Full Jump. Dieser südwestliche Full Jump von Kahn. Nur ein Lichtenrade, Baby. Digga, aber es sind schon sehr viele Tournament-Winner von Kahn, Mann. Irgendwann. Aber diese Bear of Shield, die Kralle, Digga, die Kralle bleibt einfach safe. Er tritt einfach die Fly Guys anstelle von Kahn, Mann. Ich finde es so gut, dass du Fly Guys sagst, weil ich sag immer Shy Guys. Aber na klar, die sind nicht schüchtern, die fliegen sogar. Ja. Vor allem sind die auch Fly, Mann. Die sind so fucking Fly, Mann. Bro, oranger Propeller. das ist ein Modestatement, Mann. So schaut's nämlich aus. Und das hören wir von dem Mann mit dem stabilsten Schnurpetto in der Venue, Digga. Dankeschön. Aber hey, Albert ist auch da, Mann. Albert Schnurpetto ist so geil. Albert hat auch einen guten Schnurri, Digga. Auf jeden Fall. Das müsste das... Okay, er geht für die Up-Air. Ja, und dann kriegt er die Back-Air. Okay. Aber 100%, das ist basically totgleiche. Und das ist... Er hat seinen Sprung gesaved. Ja. Wieder ein Sprung. Und ja, Kahn fällt mal wieder drauf rein. Side-Piece, Mann. Ja. Fällt es mal ist wieder auf Südwesten rein. Es ist actually viele. Ich habe jetzt auch angefangen, es den Südwesten zu nennen. Eigentlich ist es der Phil. Nicht der Südwesten. Oh, oh mein Gott! Bro! Schotten! Schotten! Oh, ich kenne noch Niklas! Okay! Clip that shit! Das ist German Melee, Leute! Das ist German Melee in a nutshell. Wir sind alle bonker brazy. Was? Ja, no. Oh mein Gott! Ist das dieser Mango gegen Leffen-Clip?
Ich kann es nicht fassen. Schon wieder ein Turnier mit Wunder von Kahn. Oh! Okay. Und Kahn kriegt endlich den Stock. Endlich. Aber nach 400%. Okay. Oh, die Reverse. Näher. Das wollte natürlich Niklas überhaupt gar nicht sehen. Und dann kriegt er die Bär nicht. Oh mein Gott. Und Kahn ist immer noch on a roll hier mit dem Stock. 141 und Berlin bleibt hart. Und das ist der... Ich wollte sagen, dass der Scheinsberg und Kahn war auch ready, aber er war ein Frame zu spät. Er jabbt ihn einfach. Und das ist es. Okay. Niklas jetzt endlich den dritten Stock von Kahn gezogen. Es wurde Zeit. Kahn war immer noch invincible in der Get Up Attack, hat immer noch sich geduckt. Ja. Und konnte dann aus dem Ducken nicht richtig dashen. Es war auch ein bisschen weird vom Timing her. Und das ist der Stock. Hat er aus Sprung verloren. Keinem Grund. Er hat seinen Sprung verloren. 0%? 0%. Letzter Stock. Beide in Game 3. Das entscheidet den Counter Big War. Ja, Mann. Der Counter Big War ist wichtig in Spacey Ditto. Das sagst du jetzt so lachend, aber die haben noch kein FD gespielt soweit. Und wenn ja. Niklas hier gewinnt, könnten sie vielleicht FD-Game fallen. Ich glaube, keiner von beiden will FD, oder? Ich glaube, Niklas vielleicht. Maybe, denkst du? Hätte ich jetzt gedacht, ja. Kahn geht anstatt für einen Grab, geht er für eine Nair hier, wird nicht rewarded darin. Und das könnte das Game sein. Außer Niklas stirbt. Ja, nope. Ja. Okay, und das ist Game 3 für Niklas. Mann. Habe ich ja. sehr viel Angst gehabt. Voll. Kinso 2-1 vorne gegen Squildendorf im Runback, aber es war im Winner schon Game 5 und ja. Squildendorf lag 2-1 vorne in dem Fall. Das ist true, ja. Und jetzt gehen wir zurück straight auf back. Yoshis, ja. Game 5 wäre schon mega hype, ich würde nicht lügen. Oh ja. Kinso Crouch Cancel inzwischen die Shines Out of Shield, was sehr, sehr gut ist. Also er macht Crouch Cancel strich. Oh mein Gott! Niklas! Deutsches Style! Das ist mein Goat! Das ist mein Goat! Das war Insanity! Okay, ja, okay, okay. Clean Scheinbär. Aber mit diesem Randall-Movement hat er sich den Stock mehr als verdient. Ja. Es ist actually crazy, dass Kahn keine ready für das Follow-up davon war. Weil ich wäre so, okay, alles klar, wir haben's. Ja, das ist das Set. Sein Gesicht, Alter. Backflip auf seinen Anus. He read the get up. Backflip in seinen Anus. Was soll man sagen, Mann? Oh, die Bär war fast gut von Kahn, aber nur fast. Okay. Er wollte Bär machen, hat den Sprung nicht bekommen. Sehr ärgerlich für Kahn. Oh, der Down Smash. Ja. Deswegen ist Yoshis manchmal ein schlechter Counterweg. Ja. Niklas wieder mit den Side-Bees am Zoomen. Ja, hat Kahn gelesen. Even Stevens, zwei Stocks. Mann, beide zwei Stocks. Für Kahn sind es die letzten beiden, die er möglicherweise hat in diesem ganzen Turnier. Okay, gute Pressure. Aber der Kahn scheint raus. Bro. Aber das Schild wird M&M, Mann. Kahn hält den Schild wirklich, als wäre er ein Smarties-Connoisseur und macht dann immer noch Schein auf Schild aus dem Nichts. Er muss ja auch noch Shield angeln, weißt du? Ja. Das ist bescheuert. Kahn mit einem schönen Wave der Speck hier, um den Spotter von Kinso zu baiten, aber hat da nichts draus bekommen. Oh mein Gott! Es sieht aus, als würde Kinso das Game 5 giften, aber dann wiederum sieht es aus, als würde Kahn den letzten Stock giften. Oh Mann, er wartet auf Randale. Und die Wolke ist da, aber Kinso ist ready. Okay. Last Stock, beide 0%. Game 4. Kahn hat keine Games mehr zu verschenken. Keine Stocks mehr zu verschenken, Mann. So sieht es nämlich aus. Und das ist das Game! Wir sehen Game 5 erneut. Kann Kahn diesmal den Lauf der Geschichte ändern und sich für diesen Loss, den er im Winner Bracket kassieren musste, den einzigen Loss, den er heute gefangen hat, auch Game 5 gegen Kinso, den zweitbesten Spieler Deutschlands, letztes Jahr sogar den besten Spieler Deutschlands, kann er sich jetzt auf seiner Lieblingsstage, wohlgemerkt. Ist es seine Lieblingsstage? Er ist ein Connoisseur. Ja, er ist ein Battlefield-Connoisseur. Kann er sich jetzt endlich bei Kinso revanchieren, nachdem er einen langen, wütenden Loser-Bracket-Run hinter sich hat. Er hat Asta 3-0. Ja. Er hat gegen Irfan Game 5 gewonnen. Und jetzt ist er Game 5 zum zweiten Mal in seinem Leben gegen Kinso im selben Turnier. Ist das erste Mal heute gewesen, dass sie gespielt haben, die beiden? Ja, die haben noch nie gespielt. Und er holt den ersten Stock, weil Kinso ein bisschen die Ledge verkackt, ist sein Counterpick. Ich werde jetzt nicht so tun, als wäre das der Schuld der Stage. Kinso hat sich ja für die Stage entschieden. Jetzt ist all neutrality out of the window. Ich möchte, dass Kahn ihn jetzt scheißt. Ich möchte, dass Niklas gewinnt, weil ich ein schönes Grand sehen will, das nicht eine Ballerung ist. Ey, ich bin für den Kahn-Run mehr, als ich für ein schönes Grand bin. Und Kinso verliert den Stop und Kahn aber auch. Aber fair enough.
Camera Tricks, I guess we take this. Voll, wir haben die Kamera Mind Games ausgenutzt. Beide haben jetzt schon falsch recovered auf der Stage. Ich weiß nicht, das sollte niemandes Counterpick sein, wenn wir uns das so angucken. Und das ist Sloppy 10.46 Uhr Melee nachts, Alter. Downer? Downer. Okay, 54%. Er ist nicht mehr in George Jensen Scheinprozenten jetzt. Also das ist schon mal ganz gut für Khan. Aber ansonsten hat Kinzo ganz schönes Momentum geritten hier die letzten zwei Minuten. Anderthalb. Und die Stuttgart Jensen ist auch da? Ganz kurz einmal und dann ist wieder vorbei. Oh, die Bär, ja genau. Er geht für den Downtilt. Er hat mit Guter Bär. Das ist der Stock. Das muss der Stock sein. Kinzo auf Tournament Stock. Er hat keine Stocks mehr zu geben. Game 5 Tournament Stock gegen Khan. Wiltendorf auf dem Run seines Lebens. Kann er der Sache noch ein Sahnehäubchen aufsetzen? Kann er? Kann er? Yes, we can, ist was ich sage. Und geht für eine Down Smash? Okay, ich glaube, langsam gehen die Nerven mit ihm durch. Es ist Last Stop. Kinzo hat kaum Damage gefressen. 12%. Die Crouch Cancel Prozente sind immer noch sehr, sehr real. Crouch Cancel Schein könnte ein dickes Opening für Kinzo bedeuten. Brauchst nicht mal. Oh, der Reapman! Oh mein Gott, das ist es! Und es ist es! Kinzo holt sich das! Das ist so krank, Alter! Zwei clean Stocks in a row! Game 5, Last Stock, Kinzo klatscht es erneut gegen Squiltendorf! Holy fuck! Squiltendorf auf dem Run seines Lebens, dritter Platz bei einem der größten deutschen Turniere, auf denen er jemals war, Bei einem der größten Turniere, auf denen er überhaupt jemals war, er hat unzählige Namen getaggt und wir haben Stuttgart Chance in the Crowd. Ja, Mann. Südwesten, Baby.